Salz und Licht. Ein Teil der Bergpredigt Jesu. Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Ihr seid das Salz für die Welt. So wie Essen ohne Salz fade ist, fehlt auch in der Welt ohne euch etwas. Wenn das Salz selbst fade wird und man nichts mehr damit würzen kann, kann man es jedoch nur noch wegwerfen. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt auf einem Berg sieht man schon von Weitem. Man stellt eine Lampe ja auch nicht unter einem Eimer. Nein, man hängt sie dort auf, wo sie im ganzen Haus Licht spendet. Genau so soll euer Licht vor den Menschen scheinen. Durch eure guten Taten sollen sie Gott, euren Vater, erkennen.